sind Ihre, sind meine, sind unser aller Bitcoin wirklich sicher? Das ist eine Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKC Management. Heute bei mir Thorsten Rack. Herr Rack, schön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Hopf. Um was geht's heute? Ich führe Sie jetzt erstmal ein, zwei Minuten kurz in die Problematik ein, damit Sie da auch richtig abgeholt werden. Und dann starten wir los mit diesem Video. Lassen Sie dem Video gerne ein Like da, wenn wir heute auch mal den Sicherheitsaspekt, Aufbewahrungsaspekt von Bitcoins und Kryptos besprechen. Gerne auch Kommentare, wenn Sie Fragen haben. Wir blenden auch später dann mal die Homepage von Herrn Rack ein, denn wie ich meine, er hat eine sehr, sehr interessante und auch wichtige Dienstleistung, die ich auf jeden Fall schon mal wahrgenommen habe. Da starte ich auch gleich mal rein. Wir haben uns vor circa 3 Monaten kennengelernt. Herr Rack war bei uns hier in Stuttgart im Büro. Sie kommen ja hier auch aus dem Ländle, was Sie sicher nachher auch an unseren Dialekten erkennen werden. Und ich kam über Sie, über Ihre Seite becomebitcoin.de, wurde mir von einem Freund empfohlen, was die ganze Sicherheitsthematik angeht, Aufbewahrung von Bitcoin. Und ich habe gemerkt, dass ich da sehr infantil aufgestellt war, teilweise selber sehr naiv aufgestellt war. Herr Rack kam zu uns ins Büro, hatte damals meinem Partner Philipp Klinkmüller und mir einen Kurs gegeben. Ich meine, der ging 2,5 Stunden, 3 Stunden, wie lange genau, saß man ungefähr? Genau, 2,5 Stunden. Genau. Und hatte uns da mal wirklich abgeholt, aufgeklärt und uns auch praktisch direkt gezeigt, wie wir den Sicherheitsstandard der Aufbewahrung unserer Kryptowährungen von wirklich so einem Mini-Level auf so einen Level hochgefahren haben. Denn signifikante Summen, die Leute sagen immer, ich habe da nicht viel Geld, aber meistens ist es für jeden viel Geld, egal wie viel das ist. Es ist Geld. Ja. Es ist Geld und für den einen sind 1.000 Euro viel und für den anderen sind 100.000 Euro viel. Ja? Und das ist so ein Punkt, da ist noch eine große, große Problematik da, die ich sehe, wo ganz viele Leute, ich ja inklusive, einfach nicht dieses Wissen hatten und einfach davon ausgehen, ja, ich habe da irgendwo mein Wallet aufgemacht und so und jetzt passt das schon alles. Ja. Ich möchte da mal ganz kurz, bevor wir einsteigen, noch etwas vorlesen. Und zwar ist hier die Quelle paymentbanking.com, damit Ihnen auch mal klar wird, wie groß dieser Sicherheitsaspekt ist. Ich lese hier gerade mal vor, das Jahr 2021 war leider ein Jahr der Krypto-Hacks. 5 der 10 bisher größten Krypto-Hacks sind gemäß einer Comparitech-Statistik im Jahr 2021 passiert. Alleine im Dezember 2021 wurden 400 Millionen US-Dollar gestohlen. Auf Platz 1 ist natürlich der Angriff auf das Poly-Netzwerk. Ein anonymer Hacker stahl rund 600 Millionen US-Dollar und gab diese dann wieder größtenteils zurück. Der hat sich wahrscheinlich eine kleine Provision selbst behalten. 4 Monate später, im Dezember 2021, folgten 3 weitere massive Exploits. Bitmart, BadgerDAO und VulcanForge. Insgesamt haben Hacker mehr als 400 Millionen US-Dollar allein im Dezember 2021 gestohlen. Diese Sache ist also beileibe nicht irgendwie künstlich hochgekocht oder so wie manches anderes, sondern das ist ein sehr reales Problem, von der ich eher denke, dass sie klein gemacht wird, medial auch klein gemacht wird von den Börsen selber, weil die wahrscheinlich nicht sonderlich interessiert daran sind, aufzuklären und zu sagen, übrigens, bei uns wird ständig Geld gestohlen. Ja gut, die geben ja sich Mühe, das Geld auch zu verwahren, sicher. Aber Bitcoin hat ja den Anspruch, dass es eigenes Geld ist. Ich möchte die eigene Herrschaft über mein Geld haben und somit muss ich das Geld bzw. die Bitcoin von der Börse runterholen und zwar auf so ein Wallet zum Beispiel. Gibt es verschiedene Varianten, Offline-Wallet, Online-Wallet und da sind wahrscheinlich diese ganzen Hacks erfolgreich gewesen, weil es online gespeichert war. Weil keiner dieser Tools hier quasi genutzt worden ist. Zum Beispiel, genau. Okay, ja, Sie haben ja hier jetzt ein paar Sachen liegen und Sie haben uns ja auch damals da eine Einführung gegeben und auch gesagt, was man sich hier unbedingt besorgen sollte und warum genau was jetzt und das mal im Detail erklärt. Ich denke, das können wir heute nicht machen, weil sonst würde dieses Video auch Stunden gehen. Aber grundsätzlich einmal sagen Sie ja selbst, dass da eine massive Diskrepanz besteht. Viele Leute meinen zwar, okay, das ist eine coole Sache, ich möchte da mal rein, kennen sich dann aber überhaupt gar nicht aus und machen da schon die ersten Fehler. Thema Sicherheit und auch Thema Nachweispflicht.
Genau, also zum einen, wenn die Bitcoin auf der Börse sind, liegen sie quasi bei einem externen Partner und dann hat er die Hoheit über die Bitcoins. Muss man fragen, hat er sie wirklich oder hat er sie nicht? Also versuche ich, die Bitcoins zu mir in meine Hoheit zu holen. Und das tue ich, indem ich die quasi in so ein Offline-Wallet mir runterziehe und somit von dem Internet quasi trenne. Das ist offline, da kommt keiner ran. Sie sind ja in der Lage, das haben Sie uns ja damals gezeigt, sogar noch tiefer in den Sicherheitsaspekt zu gehen, indem man zum Beispiel noch ein geheimes Unterkonto sein externes Wallet reinmacht, sodass theoretisch jetzt mal ganz hart gesagt, wenn einem einer den Colt gegen den Kopf hält, man oder hier versucht werden würde, auf das eine Wallet zuzugreifen, dass man das trotzdem versteckt hat. Also der Mann kennt sich wirklich aus und kennt die Kniffe, die man braucht. So habe ich das auf jeden Fall empfunden. Also hier sehe ich ja ein Gerät, das würde man wahrscheinlich nur irgendwie bei Perversen auf der Venusmesse erwarten. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist nichts anderes, als wenn ich meine 24 Wörter abspeichern möchte, kann ich die entweder auf ein Stück Papier schreiben, aber was passiert mit Papier mit der Zeit? Es vergilbt oder geht verloren verbrennt. Ja. Und dann kann man das quasi einfach sich die Wörter auf, letztendlich sind es Unterlegscheiben, stanzen, zusammenbinden und irgendwo so mit, sicher verwahren. Wie eine Zeitkapsel, feuerfest. Genau, mit diesen 24 Wörtern hat man wieder Zugriff auf seine Bitcoins. Da kann auch das Wallet kaputt gehen, da kann alles kaputt gehen. Aber die 24 Wörter, die müssen immer irgendwie gesichert werden. Sehr interessant. Ja, damals, Sie haben uns das ja auch schon gesagt, habe ich gesagt, ist ein sehr kreativer Weg, sowas zu machen. Ja, weil dieses Ding nimmt einfach mal nicht viel Platz ein und es ist ziemlich unverwüstlich. Ja. Auch da ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Vielleicht, ich kann mir vorstellen, was die Leute sich jetzt die Frage stellen, ist, wie weit geht das eigentlich bis ins Detail und wo startet das? Sie haben ja hier je nach Anspruch der Person, des Kundes, der mit Ihnen zusammenarbeitet, der ein unterschiedliches Set an Fragestellungen haben, die können Sie natürlich auch unterschiedlich bedienen. Ne? Also es gibt ja verschiedene Anforderungen von den Kunden, die an quasi den Bitcoin haben. Manche lassen sie auf der Börse zum Handeln. Die müssen nicht von der Börse runtergenommen werden. Die tun heute kaufen, morgen verkaufen. Solche gibt es, solche Kunden. Und da kann man auch die Börse relativ sicher einrichten mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und Zeitschlösser kann man einbauen. Mhm. Das ist quasi ein Minimum, was man an der Börse schon realisieren kann. Genau. Aber für die Hodler, also die langfristig im Bitcoin investiert sind, die holen die Bitcoins von der Börse in die eigene Verwahrung runter. Genau. Sie hatten ja beides bei mir gemacht, weil ich habe ja einmal auf der Börse und eben auch dieser Teil, der jetzt ganz, ganz wichtig ist, den ich immer so ein bisschen negiert habe und gesagt habe, ja, das passt schon alles mit Zwei-Faktor-Authentifizierung. Aber eben, je näher man sich da mal mit dieser Geschichte befasst, und ich kann Ihnen nur sagen, unterschätzen Sie dieses Problem nicht, denn es ist wirklich real. Das ist kein, wir plustern irgendwas auf, sondern es ist exakt das Gegenteil. Wir machen es kleiner, als es ist, weil es ist einfach von Seiten der ganzen Kryptobranche, denen ist nicht gedient, dieses Problem so groß erscheinen zu lassen, wie es real ist. Es ist ihnen daran viel mehr gedient, es möglichst klein zu halten, möglichst nicht darüber zu reden, möglichst erst dann ein paar Worte rauszulassen, wenn wieder ein Riesenschaden entstanden ist, wenn es wieder heißt, 50 Millionen, 80 Millionen, 100 Millionen gestohlen. Und ich kann da nur sagen, bitte, bitte nehmen Sie das ernst und schauen Sie wirklich, dass Sie, was den Sicherheitsstandard angeht, da auf jeden Fall 2, 3 Levels hochfahren. Und da so jemanden wie den Herrn Rack in Anspruch nehmen, ich kann das ja vielleicht mal sagen, ich habe da damals für mich 200 Euro gezahlt dafür, damit sie mich da eingeführt haben, aber nicht nur eingeführt, sondern mir auch direkt gezeigt haben,
wie alles funktioniert. Auch zum Beispiel ein ganz wichtiger Teil, um da nicht zu tief reinzugehen, wie man einen Ledger bestellt und wie man ihn aber auch vor allem nicht bestellt, über welche Adresse man ihn nicht bestellt, weil es durchaus realistisch ist, dass an diesem Ledger bereits manipuliert wird, bevor er bei Ihnen angekommen ist. Habe ich das so richtig gesagt? Kann passieren, genau, dass die Wörter einfach schon vorab ausgefüllt worden sind. Wenn man dann was drauf überweist, guckt der andere rein, oh, der hat was überwiesen. Zack, und holt quasi sich und holt sich dann, wenn er möchte, am besten erwartet noch eine Zeit lang, bis es voll ist und holt sich dann runter. Genau. So, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Zweites Thema, das sehr relevant ist, in dem Sie ja auch beratend tätig sind, ist das Thema Nachweispflicht bei Bitcoin-Transaktionen. Was genau machen Sie da und wie unterstützen Sie da? Also letztendlich ist ja die Blockchain öffentlich zugänglich. Jeder kann darauf zugreifen, jeder kann jede Transaktion nachverfolgen. Und ich kann meine Adressen einem Dienstleister zur Verfügung stellen, der für mich eine Auswertung macht, dass ich dann und dann eine Transaktion vollzogen habe. Und am Jahresende bekomme ich eine Auswertung oder auch zwischendurch bekomme ich Auswertungen, damit ich die dem Steuerberater zum Beispiel geben kann und er entscheidet, ob es eine steuerrelevante Transaktion ist oder nicht. Oder nicht, ja. Ich meine, auch da ist es ja ein Thema. Ich merke das auch immer wieder in der Kommunikation mit Leuten, auch bei YouTube, dass viele Leute da irgendwie so auf gut Glück unterwegs sind und hoffen, ja, wie ist das nochmal und gab es da nicht einen Freibetrag und so. Auch da, bitte Leute, nehmt dieses Thema ernst. Das ist ein ernstes Thema. Wenn man sich in Deutschland mit einem nicht anlegen möchte, dann ist es das Finanzamt. Und manche Leute legen sich mit dem Finanzamt an, ohne es überhaupt zu wissen. In dem Sinne, dass sie sich nicht korrekt verhalten, danach sagen, oh, da hatte ich keine Ahnung, das interessiert aber das Finanzamt herzlich wenig, ob sie keine Ahnung haben oder nicht, denn die gehen nachher so oder so auf sie los, wenn sie es nicht richtig korrekt angegeben haben. Und das ist auch so ein Punkt, wo Sie unterstützend tätig sind, damit eben solche Fehler nicht passieren. Ich helfe bei der Nachweispflicht. Genau. Zusammengefasst kann ich da einfach nur sagen, ich meine absolut, dass 200 Euro für so eine Sache eine sinnvolle Investition sind, die man tätigen kann für seine eigene Sicherheit, um hier nachts besser schlafen zu können. Das ist so ein wichtiger Teil, den Sie bei mir und auch bei meinem Kollegen Philipp Klinkmüller erreicht haben, dass wir, was den Sicherheitsaspekt angeht, deutlich besser aufgestellt sind und auch zu verstehen, wie das alles funktioniert und wo die Sicherheitslücken liegen und auch ein paar wirklich interessante Kniffe, wie man sich auch, was die Ledger angeht, wirklich dann nochmal ein Level abheben kann, finde ich super. Ich kann das nur weiterempfehlen. Das tue ich hiermit auch ganz klar. Auf becomebitcoin.de können Sie sich entweder per Telefon oder per E-Mail einen Termin machen. Wie gesagt, Herr Rack kommt hier aus dem Ländle, also auf dem Schwabenländle hier aus der Gegend Stuttgart. Wenn Sie da auch aus der Gegend sind, dann wird er gerne zu ihm kommen. Sonst einfach über Teams oder Zoom einen Termin machen. Genau, was zur Verfügung steht, genau. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie zu uns gekommen sind und hier ein bisschen einen kleinen Einblick gegeben haben. Ich möchte mich recht herzlich bedanken. Ja, vielen Dank. Ich habe auch zu danken und würde mich über eine Rückmeldung oder einen Anruf freuen von Ihnen. Wunderbar. Dankeschön. Vielen Dank.